Ich habe mir das Protokoll bringen lassen, das schriftliche Protokoll während der Rede des Abgeordneten Raimond, wo der Abgeordnete Amesbauer zwischengerufen hat. Sie sind ja nicht zurechnungsfähig und dafür erteile ich Ihnen einen Ordnungsruf. Zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Hafenecker. Danke, Herr Präsident. Hohes Haus, werte Mitglieder der Bundesregierung, Frau Ministerin Edtstadler, ich habe Ihnen vorher sehr, sehr aufmerksam zugehört und ich habe mir gedacht, das ist irgendwie so eine Art Abschiedsrede gewesen, die Sie da gehalten haben. Sie haben sehr, sehr viel in die Vergangenheit geschaut. Sie haben, glaube ich, auch vieles in einem verklärten Blick gesehen. Und ich habe gar nicht verstanden, in welchem Universum Sie unterwegs sind, Frau Ministerin, wenn Sie davon sprechen, dass die Europäische Union viel geschafft hat. Frau Bundesministerin, was hat die Europäische Union denn so geschafft? Die Finanzkrise, wo man die Europäische Union zu einer Verteilungs- und Umverteilungsunion gemacht hat, wo in Wahrheit die Basis für die heutige Inflation gelegt worden ist. Ist es das, was die Europäische Union geschafft hat, oder hat die Europäische Union die Flüchtlingskrise gemeistert, Frau Bundesminister? Eine Flüchtlingskrise, die uns noch sehr, sehr viel Geld kosten wird und eine Flüchtlingskrise, die in vielen Ländern, vor allem in den unsolidarisch betroffenen Ländern, eigentlich einen gesellschaftlichen Umbau zur Folge hatte. Haben Sie das gemeint, Frau Bundesminister, oder haben Sie die Corona-Krise gemeint, wo die Europäische Union bis zum heutigen Tag herum dilettiert, dass die Tür nicht zugeht? Haben Sie das gemeint? Also wo ist die Krisenlösungskompetenz der Europäischen Union? Ich habe sie bis jetzt noch nicht gefunden. Vielleicht können Sie das noch nachliefern. Und dann habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, es geht ja noch in diesem Ton weiter. Dann haben Sie irgendwas fabuliert von wegen einer Pflegereform. Frau Bundesminister, meine Frau ist selbst in der Branche tätig. Fragen Sie mal nach, was die Leute dort verdienen und fragen Sie nach, was sie leisten müssen tagtäglich. Wissen Sie, was Ihre Pflegereform ist? Sie haben Sonderarbeitsgenehmigung für südamerikanische Krankenschwestern erteilt, die jetzt in unseren Pflegeheimen arbeiten. Das ist Ihre Reform. Das ist das, was Ihr Arbeitsminister neben Ihnen, wo er bis vor kurzem noch gesessen, gemacht hat. Aber das ist doch nichts Nachhaltiges. Das ist doch nicht die Lösung eines Problems. Also ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber ich glaube, das ist nicht gelöst. Das Klimaticket haben Sie noch als große Lösung angepriesen. Das Klimaticket ist vielleicht interessant für den Neos-Wähler, der im 7. Bezirk wohnt und die Straßenbahn vor der Tür hat. Aber ich sage es Ihnen auch ganz klar, der ländlichen Bevölkerung ist damit nicht geholfen, hat Ihre ÖVP in Niederösterreich zum Beispiel 28 Nebenbahnen weggerissen. Die brauchen jetzt das Auto und die leiden unter ihrer CO2-Steuer, die Sie mit dem Herrn Kogler gemeinsam eingeführt haben. Das ist die Wahrheit. Auch hier haben Sie versagt. Und dann sind Sie so zynisch und gehen her und sprechen davon, Sie hätten einen Wohlstand gesichert. Frau Bundesminister, es tut mir leid, ich möchte es gar nicht wiederholen, was der Herr Präsident Sobotka vorher weshalb einen Ordnungsruf erteilt hat. Das würde ich auch nicht tun. Aber Frau Bundesminister, es gibt 10% Teuerung. 10% Teuerung in diesem Land. Ist damit der Wohlstand gesichert? Und wenn wir auch reden, wem die Sanktionen mehr schaden, ja? Der Rubel hat im Vergleich zum Euro 32% zugenommen. Das sind Fakten, die können Sie nicht hinwegreden. Und noch etwas. Die Zinsen sind angehoben worden. Mir hat heute eine Mail von einer besorgten Familie erreicht, die gesagt hat, wir zahlen ab sofort ein Viertel mehr für unseren Hauskredit, Frau Bundesminister. Damit haben Sie den Wohlstand gesichert. Ich sage Ihnen ein paar Zahlen. Bitte hören Sie zu, Frau Bundesminister, das ist wichtig für Sie. 92% mehr Insolvenzen im Bereich der Wirtschaft. 92% im letzten Jahr und das bevor die Sanktionsspirale losgegangen ist. 92% plus Gesamtschaden, 1,4 Milliarden Euro. 10.000 Arbeitsplätze weg, Frau Bundesminister. Das ist Ihre Sicherung des Wohlstandes in Österreich. Da lachen die Hühner, plus 24% mehr Privatkonkurse. Das haben Sie gesichert. Das ist das Ergebnis Ihrer Politik. Aber das ist einmal die Kutzpe, die die ÖVP dauernd wieder bringt. Und dann hat der Bundeskanzler gesagt, glaubt an dieses Österreich, aber Sie wissen schon, wie die Rede begonnen hat. Ich kann euch heuer zu Weihnachten nichts geben. Damit hat die Rede begonnen und ich fürchte, wenn es weitergeht, werden wir uns dort wieder finden. Das sage ich Ihnen auch ganz ehrlich. Also wenn Sie schon auf Pathetik setzen, dann lernen Sie den ganzen Text auswendig und schauen Sie, was da sonst noch drinnen gestanden ist. Und vielleicht auch noch ein Wort zu den Grünen, zur Kollegin Maurer, die sinngemäß gesagt hat, also, wer an der Seite der Bevölkerung steht, wer die Sinnhaftigkeit von Sanktionen hinterfragt, wer gegen das Sterben auf beiden Seiten ist und wer gegen einen Stellvertreterkrieg ist, der ist sozusagen das Sprachrohr von Putin. Na, auch interessant, das heißt also, das sind die Kollaborateure, wie es der Herr Bundespräsident sagen würde, und auch das ist interessant. Und liebe Kollegen von den Grünen, Herr Raimond, vor allem hören Sie mal zu, kaum wo wird da die Position vertreten, dass die Annexion der Krim im März 2014 auch eine Vorgeschichte hatte, nämlich verantwortungsloses Gerede vor einem NATO-Beitritt der Ukraine, womit Russland vom Schwarzen Meer praktisch abgeschnitten gewesen wäre. Glaubt da wirklich jemand, Wladimir Putin würde dem tatenlos zusehen?
Das ist ein Zitat unseres Herrn Bundespräsidenten in seinem Buch. Und jetzt stelle ich Ihnen schon die Frage, Kollege Reimann, weil Sie gerade so angestrengt herschauen. Wenn wir Ihren Wertekanon, den Sie da vorher zelebriert haben, auf den eh nichts heute, wenn man den heranzieht, ja, und diese Aussage des Herrn Bundespräsidenten gegenüberstellt, dann stelle ich mir schon die Frage, warum haben Sie diesen Mann noch einmal kandidiert? Warum haben Sie ihm 1,2 Millionen Euro für den Wahlkampf gegeben? Und dann alle Parteichefs, alle anderen, daher Ihnen auch die Frage, Frau Dr. Rendi-Wagner, Herr Kollege Wöginger und die Frau Dr. Meindl-Reisinger ist jetzt gerade nicht da. Warum unterstützen Sie jemanden, der ganz offensichtlich Sympathien für Putin hegt, das sogar auch noch in einem Buch niedergeschrieben hat? Und warum sind Sie dafür, dass das der erste Mann im Staat wird? Erklären Sie mir das bitte. Alle Parteien. Möglicherweise haben Sie alle aufs falsche Pferd gesetzt oder, was ich glaube, Sie haben den leichtesten Weg genommen, weil der Herr Van der Bellen ist derjenige, der Sie alle irgendwie abnicken wird, wenn Sie in welcher Koalition auch immer regieren wollen. Und genau das ist der Grund, meine sehr geehrten Damen und Herren, und ich komme ja auch schon zum Schluss, warum es am kommenden Sonntag nur eine Alternative gibt, Dr. Walter Rosenkranz. Der ist nämlich nicht der Präsident des Establishments, sondern das wäre der Präsident der Österreicher, und genau deswegen werde ich ihn auch wählen. So, Christian Hafenecker von der FPÖ ist Verkehrssprecher seiner Partei, und die